Ich habe am Wochenende einen Selbstverteidigungslehrgang besucht, bei dem ich mir gar nicht erklären kann, wieso fast alle Techniken an mir gezeigt wurden. Ich könnte mit dir jetzt über Ellbogen sprechen, ich könnte mit dir über Hebel sprechen, ich könnte mit dir über einfache Grundhaltung und Deeskalation sprechen oder über das leidige Thema Messer. Aber tatsächlich gab es einen Satz vom Referenten Roman Lutz, der bei mir nochmal das Verständnis für Kampfsport verbessert hat. Und den möchte ich mit dir teilen. Also dieses Video ist eher philosophisch-poetisch und nicht martialisch. Gleich als Vorwarnung für die Praktiker unter euch. Denn der Referent verwendete eine Analogie, in der er Kampfsport mit Schriftstellerei verglich. Und er sagte an der Stelle, dass jede Technik, jeder Kick, jeder Punch und jede Bewegung, die wir lernen, wie ein Buchstabe ist. Ein Buchstabe, der muss erstmal viel geschrieben werden, der muss immer wieder im Detail geschliffen werden. Erinnere dich an deine Schulzeit, wo du ganz häufig immer wieder einen Buchstaben in Folge geschrieben hast. Das ist an der Stelle wichtig, damit der Buchstabe später flüssig schreibbar ist und zu etwas wird, was wir als Wort verstehen. Und in dieser Analogie, da war das Wort eine Kombination. Als Beispiel, wenn wir sagen, wir haben den Buchstaben Punch zum Gesicht angetäuscht. Danach haben wir Punch unten, weil hoffentlich die Deckung oben ist. Ganz simple Grundlagenkombination. Kann man mit dieser Kombination was reißen? Naja, kannst du mit zwei Buchstaben zu einem Wort kombiniert kommunizieren? Nein, das funktioniert nicht. Manchmal reichen kurze Worte, manchmal brauchen wir auch lange Worte, um an unser Ziel zu kommen. Aber es ist immer besser, etwas mit kurzen Worten zu sagen, als künstlich zu versuchen, lange Formulierungen zu verwenden. Und ein Kampf war in dieser Analogie ein Satz. Sätze werden frei gebildet und manchmal müssen wir, wenn wir den Anfang des Satzes sagen, auch schon grob wissen, wo soll das Ganze hingehen, formen aber natürlich, je nachdem wer vor uns ist, die Sätze in einer anderen Art. Ich kann dir etwas mit Sätzen auf zwei verschiedene Arten sagen, meine aber das gleiche. Je nachdem, wer du bist, werde ich einen anderen Satz auswählen. Und wenn ich vorhabe, irgendwann mal ein eigenes Buch zu schreiben, dann muss ich nicht nur alle Buchstaben gut können, ich sollte nicht nur eine Menge Wörter beherrschen, sondern ich sollte auch schon viele Sätze geschrieben haben, um in der Lage zu sein, die Sätze frei zu formen, sodass sie passen. Und noch wichtiger, ich sollte mir auch die Bücher von anderen schon sehr viel angeschaut haben, ich sollte viele Autoren konsumiert haben und ich sollte Wissen gesammelt haben, wie sieht eigentlich ein gutes Buch aus. Und aus dieser Analogie, wie gesagt, heute recht philosophisch angehaucht, aber das heißt nicht, dass man daraus weniger lernen kann. Ich finde diese Analogie sehr passend und sie ist mir sofort in den Kopf gegangen. Ich hatte während des Lehrgangs überlegt, hey, worüber kann ich eigentlich auf meinem Kanal mit den Leuten, die mir immer wieder die Ehre erweisen, diesen Kanal zu schauen, dafür übrigens ein Dank an dich, wie kann ich da was Hilfreiches teilen? Und auch wenn ich über Selbstverteidigung eine Menge gelernt habe, so ist doch das ein kleiner Satz, ein kleines Bild gewesen, was mir bei meinem Training und bei der Strukturierung von meinem Karateweg nochmal sehr weitergeholfen hat. Und ich möchte dich fragen, gibt es eigentlich auch für dich so das eine oder andere, dieser kleine Satz, den dir jemand gesagt hat, wo danach für dich ein, na klar, so einfach kann es sein, Moment passiert ist. Das kann ein Mittrainierender sein, das kann vielleicht ein Trainer, Sensei, wer auch immer gewesen sein. Mich würde interessieren, gab es so eine kleine Weisheit, ein kleines Bild, was dein Training zum Positiven weiterentwickelt hat?